Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Hörspiel. Heute haben wir wieder eine Kakerlakenparty mit allen Anrufern aus der vergangenen Woche. Das heißt, ihr hört im Grunde genommen nichts Neues, sondern einfach nur ein Video ohne meine Kommentare dazu. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo. Ja? Frau König ist hier. Ich rufe Sie an, weil Sie sich gerade bei uns angemeldet haben für das pneumatische Sandelsystem. Entzückend. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ah, okay. Und Sie? Ja. Okay. Okay, haben Sie schon Erfahrung mit dem Handel? Ja. Und Sie haben sich bei uns angemeldet, weil? Geld. Wie bitte? Geld. Sie möchten Geld verdienen. Hm. Möchten Sie auch selber handeln, oder? Wenn man muss? Wenn man muss, nee, also Sie haben sich für das automatische Handelssystem angemeldet. Also wenn Sie möchten, können Sie nur das System benutzen. Hm, machen wir so. Okay, können Sie mir einmal bestätigen, wie alt Sie sind? Ich? 29. Ja. Okay. Gut, und sind Sie jetzt gerade online auf der Seite? Nee, war kaputt. Wie bitte? War kaputt. Ging nicht. Was ist kaputt? Ja, ging nicht. Hat so ein Ladekreis gedödelt. Okay, haben Sie Laptop oder Computer vor sich? Hm? Ja? Jo. Okay, dann können Sie sich bitte einloggen, damit ich Ihnen die Seite zeigen kann. Wie heißen Sie? Frau König. Was? Cindy König. Was? Soll ich buchstabieren? Ja. Also, S wie Siegfried, I wie Ida, N wie Nordpol, G wie Dora, ich hab Y. Ein S. Und denn? Wie bitte? Ein S hab ich. Und dann I wie Ida? Ein I hab ich auch, ja. Dann kommt N wie Nordpol. Hab ich. D wie Dora? Hab ich. Y. Genau, das ist mein Vorname. Ja, und die Seite? Ah, wie die Seite heißt? Ja. Ach so, ich dachte, Sie wollten meinen Namen haben. Okay, nee, der ist uninteressant. Seite. Okay, also die Seite ist... Soll ich buchstabieren wieder? Mhm. Ludwig. Mhm. Ida. Mhm. Friedrich. Mhm. Emil. Mhm. Cäsar. Jo. Otto. Mhm. Ida. Ja. Nordpol. Ja. Friedrich. Mhm. Emil. Mhm. Xantippe. Mhm. Punkt. Ja. Nett. Mhm. Ist kaputt. Geht nicht. Das kann nicht sein. Doch. Geht nicht. Punkt net gibt es nicht. Das kann einfach nicht sein, ich bin jetzt gerade auf der Seite. Also entweder schreiben Sie irgendwas falsch oder... Nee. Weiß ich nicht, ich bin jetzt auf der Seite. Wenn, dann buchstabieren Sie falsch. Okay, was haben Sie denn aufgeschrieben? Was, sagen Sie mir, was Sie geschrieben haben. Ein L, ein I, ein F, ein E, ein C, ein O, ein I, ein A, ein F, ein E, nee, ein nee, I. Nee, 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 nee. Haben Sie also, aber gesagt. Falsch. Nein, Coin, doch. Also Cäsar, Otto, Ida, Nordpol. Aha, haben Sie aber gesagt. Und denn? Ah ja, jetzt alles ist hier so eine grüne Seite mit so einem komischen Ding in der Mitte, was sich dreht. Ja, genau. Ja. Mhm. Und du? Und jetzt gehen Sie auf Einloggen. Das steht da nicht. Oben rechts. Nein. Steht da nicht.
Nein, da steht anmelden. Ja, dann, also, Deutsch. Okay, dann gehen Sie auf Anmeldung. Und dann? Dann Ihre E-Mail schreiben und das Passwort, was Sie eingetragen haben. Hab gar kein Passwort eingegeben. Okay, dann kann ich es mal zurücksetzen. Dann schreiben Sie bitte Ihre E-Mail. Kaputt. Was ist kaputt? Na, Login. Wie bitte? Login. Wenn Sie auf Login hingehen, was ist passiert dann? Na, kein Passwort. Wie bitte? Na, kein Passwort. Sie haben kein Passwort. Ja. Ja, ich habe es zurückgesetzt. Ich kann Ihnen das Passwort jetzt mal sagen. Ja? Ja, haben Sie Ihre E-Mail schon geschrieben? Ich glaube schon. Sie glauben oder Sie haben es? Da steht was drin. Was steht da? E-Mail. Welche E-Mail? Na, E-Mail. Welche E-Mail? Na, E-Mail steht da drin. Ja, und welche haben Sie eingetragen? Na, das steht doch schon, E-Mail. Ja, dann tragen Sie Ihre E-Mail ein. Ach, ich soll doch was reinschreiben. Ja, Ihre E-Mail. Welche? Ihre E-Mail. Und welche? Was heißt welche, mit der Sie sich angemeldet haben? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Welche E-Mail haben Sie denn? Viele? Was schön. Viele. Ja. Ja, dann suchen Sie sich eins aus und probieren Sie es. Wie ist die Passwort? Von welcher E-Mail? Ja, weiß ich ja nicht. Was steht denn Wenn da? Sie mir nicht. Wo? Da. Wo da? Na da. Guck, ein kleiner Fisch. Wie bitte? Ein kleiner Fisch. Wie heißen Sie denn mit Vorname? Steht es da nicht? Ich frage Sie mal, da steht, aber ich bin mir nicht sicher, dass ich mit der richtigen Person spreche. Von daher, wie heißen Sie mit Vorname? Ich habe gerade einen Fisch gesehen. Fisch? Ja. Blub, blub. Können Sie mir sagen, wie Sie mit Vorname heißen? Nee. Weil? Datenschutz. Datenschutz. Ja. Na gut, dann somit ist das Gespräch auch beendet. Warum legen dann Betrüger Und? immer auf? Also Datenschutz. Wenn Sie Datenschutz mit mögen mir nicht Betrüger nicht, sprechen. ne? Wie bitte? Datenschutz mögen Betrüger nicht. Also Sie haben sich ja selber bei mir angemeldet und Nein. nein. Ich habe mich bei einer Werbung angemeldet, nicht bei dir, Schnuckelchen. Ja, und diese Werbung, von wem meinen Sie, kommt? Einfach so von der Luft, ne? Na, von Betrügern. Ach so. Tja, solche sind Sie ja nicht und Sie verlieren jetzt meine Zeit und es gibt genug Kunden, die meine Hilfe brauchen. Na und genau Von deswegen daher. sprechen wir doch miteinander, damit sie nicht so viele andere Leute anrufen können. Ach so, ja, dann tschüss. Ja, bis nächstes Mal. Mit dem Herrn Tabenschwabel? Ja, jetzt kann ich Sie verstehen, aber der Nachname ist falsch. Darius? Und der Nachname ist Tabenschwabbel, nicht Schwabel. Tabenschwabel, ja, habe ich Schwabel, gesagt, genau. Taben. Ja. Also, Herr Tabenschwabel, mein Name ist Robert Liebfried, ich rufe an aus Euromarkt Online. Sie haben sich jetzt gerade zu meinem Campaign von uns angemeldet, Interesse gezeigt, mit dem Bitcoin-Buyers Geld verdienen zu können. Ja. Okay, also der Grund für diesen Telefonanruf ist einfach, Ihnen behilflich zu sein und sicherzustellen, dass wir Konto richtig aktivieren. Sind Sie Das ist jetzt aber nett. gerade... Ah, Moment. Entschuldigung. Ja, also wie möchten Sie eben Ihr Konto aktivieren? Durch ein
eine Banküberweisung kann man das tätigen oder mit einer Kreditkarte? Ich nehme eine Kreditkarte. Mit einer Kreditkarte, okay, Moment. Ja. Ich vorbereite Ihnen einen Moment einen Link. Und meiste Kunden von Deutschland eigentlich machen Banküberweisung. Das kann man auch durch im Internet, wissen Sie, schnell tätigen. Kann man das? Hallo? Ja, Moment, einen Moment. Ich vorbereite einfach den Link. Ich muss es bei mir einfach auch öffnen. Was denn für ein Link? Für den Kreditkarteprozessor. Wo man die Kreditkarte prozessiert. Einen Moment, bitte. Was war denn das? Was? Da war ein Vogel. Ah, so ein Geräusch? Ja. Ja. Das hat sich geöffnet. Und. Okay, man hat ihnen generiert einen persönlichen Link. Da kann ich ihnen jetzt das schicken. Ja. Ihr E-Mail läutet Tatenschwabel, einfach Ihren Nachnamen und dann @outlook.com. Nee, das Outlook.com ist falsch. Der hat meine andere E-Mail-Adresse nicht genommen. Der hat immer gesagt, dass die angeblich nicht funktioniert, aber dabei funktioniert die. Okay, dann welche E-Mail funktioniert für Ihnen? Ja, also vorne ist das gleiche und hinter dem @-Zeichen kommt ein MD. Haben Sie? Ein M und ein D? Okay, dann im Tabenschwabel @MD. Ja, und dann CC. CC. FUN.de. FUN.de. Ja, da hat er mir immer gesagt, das geht nicht, dass die nicht existiert, aber ich krieg ja E-Mails. Okay, dann machen wir es einfach. Ich habe Ihnen einfach einen leeren E-Mail schnell geschickt mit Link. Eine leere E-Mail mit Link. Ja, genau. Es heißt einfach Link. Achso, dann melde ich mich mal an in meinem E-Mail-Postfach, ja? Ja, ja. Ich kann zum E-Mail-Postfach von mdccfan.de sich anmelden. Ja, ich muss mal gucken. Ich finde gerade das E-Mail-Symbol nicht. Ach, da. So, dann logge ich mich mal an. Mhm. Rödelt. Ah ja, da habe ich auch schon. Von Robert Liebfried. Genau, das bin ich. Sie können einfach auf die blaue Textlinie klicken. Aha. Ja, und hier einfach ruhig die Daten schnell eingeben. Nehmen Sie die Zeit. Haben Sie keine Sorgen, ich mache das mehrere Mal jeden Tag mit Kunden. Das ist aber schade. Aber haben Sie keine eigene Webseite? Ja, natürlich haben wir eine Webseite. Und Sie können sich auch bei unserer Webseite einloggen und das Guthaben sehen, die Gewinne immer nachfolgen. Ja, aber finden Sie das seriös, erstmal ein Krypto-Wallet rauszuschicken statt der eigenen Webseite? Oder so eine Krypto-Tauschbörse? Das ist einfach ein Prozessor. Ja, das kann man ja nennen, wie man es möchte, aber es ist nichts anderes als eine russische Krypto-Tauschbörse. Sie können dahin auch ankommen von unserer Webseite, aber das ist einfach so schneller. Ja, aber finden Sie das nicht seriöser, erstmal Ihre eigene Webseite vorzustellen? Ja, natürlich. Ich kann Ihnen auch schnell einen Link schicken für unsere Webseite. Aber ist irgendwie sehr bedenklich, wenn Sie mich als allererstes erstmal die Zahlungsinformationen schicken, bevor wir überhaupt über die Firma gesprochen haben. Also, Ihre Daten haben wir eben. Sie haben sich jetzt gerade bei uns angemeldet, oder? Ja, und da kann man denn nicht erstmal über das Produkt sprechen? Ja, selbstverständlich. Also, mein Beruf, was ich hier mache, ich aktiviere neue Kunden. Nee, okay? Das ist der falsche Ausdruck. Das, was Sie da machen, ist bandenmäßiger Betrug. Nein. Doch. Nein. Oh, doch. Nein. Nein, Patron will man nicht. Und dreimal dürfen Sie raten, was gerade im Hintergrund läuft. Schauen Sie mal zum Fenster raus. Was? Hm, schauen Sie mal zum Fenster raus. Ja, wir haben schöne Gebäude hier. Ja. Ich würde mir wenigstens meine Tasche wieder zusammenpacken.
kein Problem. Kein Problem. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das wünsche ich Ihnen definitiv auch. Danke. Tschüss. Hallo? Hallo? Guten Tag, mein Name ist Sandra, spreche mit der Gustav Lausenwenger. Ja. Ich grüße Sie. Ich rufe jetzt an von Stocks DC. Sie sind gerade bei uns registriert mit einem Handelskonto online zu investieren, stimmt das? Das ist ja prima. Hallo? Ich höre Sie. Ich bin tatsächlich für Sie, damit ich Ihnen weiter unterstützen, Herr Gustav. Darf ich wissen, ob Sie Erfahrung in dieser Branche haben? Ja, dürfen Sie wissen. Haben Sie Erfahrung oder nicht? Ja. Mit was? Was? Mit was haben Sie Erfahrung? Na, mit dem Trading. Mit dem Trading? Okay, mit Bitcoin, Kryptowährungen, Rohstoffe. Ja. Mit was? Ich hatte Sie ein paar Beispiele gesagt, damit Sie wissen, an welche Sie Erfahrung haben. Ja, habe ich überall. Okay. Und an welcher Größe sind bei uns registriert? Na, Geld, Moneten. Taler. Okay, haben Sie auch ein Ziel davor, dass Sie bei uns registriert sind? Was denn? Ein Ziel. Ein Ziel? Genau. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Okay, guter Gustav. Gut, sagen Sie mir bitte, was haben Sie zur Verfügung? Sie sind über Handy, Computer, Tablet, was benutzen Sie? Na, das habe ich alles. Alles? Ja. Und was möchten Sie dann benutzen? Was soll man nehmen? Ja, was möchten Sie nehmen? Ja. Computer, Laptop, was möchten Sie nehmen? Was ist denn besser? Computer. Okay. Gut. Ich werde Sie eine E-Mail schicken. Sagen Sie mir bitte, wie weit Sie sind mit Ihrer Registrierung? Welche? Mit der Registrierung, wie weit Sie sind? Ganz weit. Ganz weit? Was meint das? Na, weiß ich nicht. So weit, wie man muss, glaube ich. Gut. Können Sie bitte an Ihrer Posteingang schauen? Sie bekommen von Sandra eine E-Mail. Von Sandra? Von Sandra, genau. Sandra bin ich. Wie nett? Bin ich. Sandra bin ich. Okay, dann mache ich das mal auf. An welche E-Mail-Adresse denn? Ich sage Ihnen gleich. Die E-Mail-Adresse lautet gustav.lausenwell@googlemail.com. Ach so. Stimmt das? Nee. Dann welche ist die richtige E-Mail-Adresse? Na, Google Mail, nicht Google E-Mail. Googlemail.com. Genau. Stimmt das? Ja. Okay. Ich sende Sie gerade eine E-Mail. Ja? Schön. Schauen Sie bitte an Ihrer Posteingang. Ja. Soll ich den Computer anmachen? Ja, bitte. Mach ich mal an. Fährt jetzt hoch. Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn Sie zu weit sind an Ihrer Posteingang. Ja. Herr Gustav, hören Sie mich noch? Ja. Okay, ich muss gleich in ein Meeting gehen. Ich gebe Sie kurz meine Kollegin, weil sie ist verfügbar, damit mit Ihnen weiter zu sprechen. Ich muss kurz gleich gehen. Ja, ich gebe Sie meine Kollegin weiter. Hallo, schönen guten Tag. Kuckuck. Ich habe mit Ihnen heute nochmal gesprochen, Herr Gustav. Ja? Ja. Sie haben ein bisschen Lust und Spaß machen heute mit uns. Und ja, registrieren in gleicher Zeit, oder? Nee. Ich habe auch nicht verstanden, was Sie sagen. Ich bin außer Geländer. Was? Schönen Tag noch. Was ich denn? Bin außer Geländer. Schönen Tag noch. Was sind Sie für ein Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Waldemort? Erwin Schulz ist am Apparat. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Ja, Sie haben sich angemeldet. Ja. Aha, ich bin da, um Ihnen zu helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Das ist ja fein.
Wie bitte? Ich sage, das ist fein. Das ist was? Fein. Okay, möchten Sie Ihre Handel beginnen? Ja. Okay, also Sie sind mit Handy oder Computer? Was soll ich denn nehmen? Können Sie Ihre E-Mail öffnen, damit ich klicke der Link und Sie können Ihre Handelskonto von Ihrer Seite aktivieren? Möchten Sie mir nicht erstmal was über Ihre Firma erzählen? Aha, also was möchten Sie denn? Na, was machen Sie denn da so? Es geht um Online-Handel. Sie haben besonders für Bitcoin angemeldet. Haben Sie Interesse an Bitcoin? Ja. Okay, wie viel möchten Sie investieren? Weiß ich noch nicht. Wie funktioniert denn das? Sie bekommen vollautomatische Handelssysteme, Herr Waldemoch, damit Sie können Ihre Handel beginnen. Mhm. Also das ist ein App in Ihre Handy oder in Ihre Computer. Sie sollen es herunterladen und da Ihre Handel beginnen. Okay, und dann? Sie haben erstmal die Probezeitmöglichkeit, damit Sie können die System testen und sehen, wie es läuft. Während Probezeit, Sie haben auch einen professionellen Finanzberater dabei, damit, wenn Sie eine Frage haben, Sie können ganz gerne stellen. Ja. Mhm. Noch Frage haben Sie? Ja, und wie funktioniert das dann genau? Das ist, ich habe doch gesagt, das ist vollautomatische Handelssystem. Sie sollen da nichts machen. Wir sollen nur Ihre Konto aktivieren, dann Sie können Ihre Handel beginnen. Sie sollen einen Betrag wählen, mhm. Sie können Ihre Handel beginnen. Ja, und muss ich dann da bei euch vorbeikommen? Dann, ich werde Ihnen, wenn Sie Ihre Konto aktivieren, Sie werden automatisch eine E-Mail bekommen von unserer Unternehmer, damit Sie können Ihre Handelskonto einloggen. Mhm. Okay. Genau. Jetzt sind Sie mit Handy oder mit Computer? Jetzt telefonieren wir über das Festnetz. Mit Festnetz, okay. Haben Sie keinen Computer dabei? Den Computer, den hat man ja nicht dabei. Okay, der steht ja im Büro. Okay, aber haben Sie ja Handy dabei? Telekommunikationsendgerät, meinen Sie? Einfach nein, Handy. Welche Handy benutzen Sie denn? Das ist so ein Telekommunikationsendgerät von Samsung oder so. Okay, ich kann die Aktivierung von meiner Seite machen. Sagen Sie Ihre Postleitzahl? Meine Postleitzahl? Genau. Ja, das ist die 12055. 95? Nee, davon hat keiner gesprochen. 1295? Nee, 12055. Sie wohnen in Berlin, ja? Hm. Neukölln. Ihre Adresse? Meine Adresse ist die Braunschweiger Straße 77. Okay, mit welcher Betrag Sie möchten Ihre Handel beginnen? Mit 50. 50 leider gibt nicht, also unser minimaler Betrag ist 250 Euro. Ach so, das haben Sie ja nicht gesagt. Also, ich habe gesagt, Sie haben Probezeit. Ja. Während Probezeit, Sie können auch mit 50 Euro investieren von Ihrer Balance. Ja. Und dann, nach 2 Wochen, Sie können Ihre Gewinne oder Ihre Einzahlungen einfach auszahlen lassen. Okay, wenn das geht, dann machen wir das so. Wie bitte? Wenn das geht, dann machen wir das so. Okay, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Die Hagebaumarktkarte. Welche Karte? Die vom Hagebaumarkt. Also, es ist Kreditkarte oder was? So, weiß ich nicht, das haben die mir an der Kasse gegeben. Okay, also steht da Visa oder Mastercard? Nee, da steht Hagebaumarkt. Okay, benutzen Sie Online-Banking? Sowas habe ich, glaube ich, nicht. Okay, was haben Sie denn? Was braucht man denn? Also Kreditkarte. Eine was für eine Karte? Visa oder Mastercard? Ja, okay. Welche haben Sie? Da habe ich, glaube ich, beide. Okay, welche? Welche soll ich denn nehmen? Welche möchten Sie benutzen? Welche ist denn schöner? Welche ist guter bei Ihnen? Ja, welche ist denn besser? Welche möchten Sie benutzen? Ja, welche soll ich nehmen? Welche möchten Sie benutzen? Ja, welche halten Sie denn für richtig? Wo haben Sie das Geld?
Was? Wo haben Sie das Geld? Das Geld? Genau. Nur auf dem Konto. Ja, welche Konto? Auf dieser Karte oder auf dieser Karte? Na, das Geld ist auf der Sparkasse. Okay, auf der Kreditkarte haben Sie kein Geld? Na, das sagen Sie doch gerade selber, Kreditkarte. Da hat man doch kein Geld. Also auf Ihre Kreditkarte? Da leiht man sich doch Geld. Okay, auf Ihre Kreditkarte, Sie haben gar kein Geld. Haben Sie denn Geld auf Ihrer Kreditkarte? Doch, bestimmt habe ich Geld, mal auf meine Kreditkarte. Ja, aber dann ist es doch keine Kreditkarte, dann ist es ein Doch. Konto. Auf meine Kreditkarte habe ich. Nee. Auf einer, das sagt doch schon das Wort Kredit, das heißt Leihen. Also auf der Master- oder auf der Visa-Karte haben Sie das Geld? Na, wie gesagt, da kann man ja kein Geld haben. Da ist ja, das ist ja Minus. Da macht man ja Minus und dann bucht es automatisch vom Konto ab. So funktioniert das da. Also, Sie können Sie Ihre Mastercard oder Visa-Karte eins nehmen? Soll ich die holen? Ja. Ja? Dann muss ich machen da aber mal runter zum Auto. Okay, machen Sie. Ich bleibe am Apparat. Okay. Okay. Haben Sie schon dabei? Ich laufe noch zum Auto. Okay. Da geben Sie Bescheid, okay? Ja. Auf los geht's los. Und jetzt haben Sie schon dabei? Nein, ich laufe noch zum Auto. Okay, Sie sind gerade in Ihrem Auto oder noch nicht? Ich suche noch, ja. Okay, aber wie haben Sie Ihre Festnetz mitgenommen? Ja, das ist so ein modernes mit Funk. Sie haben Ihre Festnetznummer mitgenommen? Ja, ist mit Funk, ist nicht mit Kabel. Okay. Karte ist dabei oder noch? Sie sind noch nicht im Auto? Na, ich bin am Auto, aber ich finde es noch nicht. Da muss ich noch suchen. Okay, dann machen Sie bitte. Ja. So, ich habe jetzt die Karte. Dann gehe ich jetzt schnell rein. Okay. Wie heißt Ihr Name? Was? Wie heißt Ihr Name? Wie meinen Sie das? Also, wie heißen Sie? Na, das haben Sie doch da stehen, oder nicht? Ihren Nachname habe ich, aber nicht Ihren Vorname. Und wozu brauchen Sie den? Ich muss eine Frage schicken nach Ihrer Bank, womit Sie sollen diese Transaktion von Ihrer Seite bestätigen. Habe ich da meinen Vornamen nicht eingegeben? Ich sehe noch nicht, leider. Ach so, vielleicht kommt er ja gleich noch. Okay, können Sie bitte Ihren Vorname sagen? Mein Vorname? Mhm. Harald. Harald? Ja. Und Ihr Nachname? Ja, der steht doch da, haben Sie doch gerade gesagt. Okay. Haben Sie schon Ihre Karte schon da? Ja. Okay, sagen Sie die Nummer. Na, ich gehe gerade noch rein. Ich muss doch meine Brille holen. Okay. Haben Sie schon abgeholt? Hier, die Karte habe ich, aber ich muss auch doch noch die Brille. Wie bitte? Ich habe nicht verstanden. Die Karte habe ich schon, aber ich brauche doch noch die Brille. Brille, ja. Haben Sie noch nicht abgeholt? Ja, da suche ich noch. Okay. Ich weiß nicht, wo ich die hingelegt habe. Habe ich nicht Alles gesehen. Klar. Ja. Alles klar. Aber Sie haben ja Zeit. Geht es? Was? Geht es? Ja, das geht. Okay, dann sagen Sie die lange Nummer auf der Karte. Ach so, Sie brauchen ja die Nummer, warten Sie. Mhm.
Meine Brille habe ich gerade gefunden. Die war bei der Toilettenbürste verhakt. Sie haben welche Karte abgeholt? Ja, die vom Baumarkt jetzt. Okay, oder? Also das war die Mastercard oder mit Visa-Karte? Nee, die von Hage Baumarkt. Doch, ich habe gesagt, Sie sollen Ihre Master- oder Visa-Karte abnehmen. Ach so, ja? Dann habe ich das Falsche geholt. Da muss ich nochmal los. Entschuldigung, denn ich rufe Sie in einer halben Stunde, ja? Nee, da kann ich nicht. Ja? Nee, da kann ich nicht. Okay, warum? Na, da kommt mein Psychologe. Okay, dann machen Sie. Aber ein bisschen schneller, ja? Ja. Haben Sie schon? Ich bin noch dabei. So. Wie heißt jetzt die Nummer? Wie bitte? Hier DE43100. Das ist Maestro-Karte, das ist keine Masterkarte, denn. So, hier steht Sparkasse. Ja. Aber Sie haben gesagt, Sie benutzen Master- oder Visa-Karte, ja? Ach so. Ja, ich dachte, Sie brauchen jetzt die Karte. Welche Karte? Na, die von der Sparkasse. Ich brauche keine Karte mehr, okay? Danke schön, ich wünsche Ihnen noch schönen Tag, ja? Betrüger, ich habe deine Zeit gemobst. Na, Sie haben einfach Ihre Zeit verschwendet. Deine Zeit, ja. Meine Zeit haben Sie nicht verschwendet. Na doch, Sie konnten in der Zeit keinen anderen betrügen. Ich verdiene mein Geld und was haben Sie gemacht? Leider nicht, ja? Ja, aber ich habe Erfolg dabei gehabt, beim Nichtstun. Wiedersehen, du Betrüger. Du bist Betrüger, ich bin kein Betrüger. Dankeschön. Mr. Voldemort? Ja? This is Giselle Jensen. You registered on Auto Trading Software right now. How Aber are you? Warum lutschst du mich auf eine komische ausländische Sprache voll? Sir, do you speak a little bit English? A little bit? Was für eine Titte? Sir, you speak English, right? Was ist eklig? Sprechen Sie Englisch? Nee. No English at all? Was für ein Loch? Only Dutch? Ich fahr kein Dacia. Okay, wait a second. Ich hab einen Skoda. Wait. Hallo? Sir, du hast dich registriert. Ja? Wait. Auf automatisch. Share Handel Software. Aha. Korrekt, okay. Du kannst ich aber schnell schreiben. Ich würde dir helfen, Sir. Hm? Aktivieren. Mhm. You have WhatsApp-Applikation. Was? WhatsApp. Was denn das? WhatsApp-Anwendung. Was denn das? You have WhatsApp application. Kann man das essen? Sie haben eine WhatsApp Anwendung, right? Kann man das essen? Ist das eine Stulle oder ein Brot? You have E-Mail, right? Nee, E-Mail heiße ich nicht. Sie haben eine E-Mail. Hab ich eine E-Mail? LutzVoldemort@gmail.com. Hm? Mhm, okay. Kann man das essen? Ist das was Besonderes? Ich schicke dir eine E-Mail auf Deutschland. Okay. Sowas sagt man aber nicht. Okay, Sir. Was? Du isst gern Käse? Wait. Ja? Okay. Was E-Mail, denn? Okay? Was ist denn da bei E-Mail? E-Mail in Dutch. Kann man das essen? I don't understand, Sir. I don't understand. Ja. I only speak English. Manchmal schwimmen die Fische auch in der Luft, wenn der Braten kommt. Beim Hering. Habe ich gestern im Radio gelesen.
Ich schreibe dir eine E-Mail. Das hört sich pervers an, was du da sagst. Auf Deutsch. Ja? Okay. Macht das Spaß da? Oder ist das okay nicht so or no? Was denn? Was denn? What was denn? I don't know what was denn is. Was für ein Ding? Ich weiß nicht, was du von mir möchtest, junge Lady. What is Bastien, sir? Keine Ahnung. Okay, goodbye, goodbye. Warum? Check E-Mail. Scammer. Oh, Scammer. You call me Scammer. Scammer, Lady. You are Schweinze. Schweinze? Lecker. Yes. Ich mag Schweinze. Schweinze esse ich gerne. Schönen guten Tag, mein Name ist Johannes Schwarz von Dax Iron. Yes. Ich rufe Sie an, weil Sie sich bei uns vorregistriert haben für einen Online-Trading-Account oder das Halten einer Kryptowährung. Okay. Ja? Das ist ja und prima. Und diesbezüglich ist es meine Aufgabe im Unternehmen, Sie beim Registrierungsprozess zu unterstützen, letzte offene Fragen mit Ihnen zu klären, damit Sie zeitnah starten können. Ja? Aha, okay. Zum Prozedere des Gespräches, ich hätte 6 bis 8 Fragen an Sie, jo, die darauf abzielen, dass wir nicht gegen das Anti-Geldwäsche-Gesetz verstoßen. Und dann würde ich Ihnen eine E-Mail senden mit der Möglichkeit für Sie zu kapitalisieren, ja, hier einen Account zu kapitalisieren, damit Sie zeitnah starten können und an den Schwankungen am Finanzmarkt partizipieren können. Okay. Ja? Super. Passt Ihnen das jetzt gerade oder gibt es einen besseren Zeitpunkt dafür? Ich habe Zeit. Sie haben Zeit. Ja. Das freut mich doch. In erster Linie, wie alt sind Sie? Alt genug. Alt genug ist keine Antwort. Ach so, 29. Entschuldigung, wie alt? 29. 29? Ja. Okay. Ihr Wohnort? Mein Wohnort ist in Neukölln. Neukölln, in ja, Berlin? Genau. Okay. Ihr Beruf? Mein Beruf ist Fischstäbchenformer. Fischstäbchen was? Fischstäbchenformer. Former? Ja. Oh ja, das hört sich einer professionellen Job an. Ja. Und was verdienen Sie da im Jahr? Im Jahr so um die 35.000. Ja, das freut mich doch. Als Fischstäbchenformer sind Sie da bei Iglo direkt angestellt, oder? Nee, nicht bei Iglo. Wo arbeiten Sie denn da? Bei der Firma Ja. Ja? Ja. Ja, aber Ja produziert doch keine Fischstäbchen. Natürlich Ja ist doch nur der Endkonsum. Fischstäbchen. Wir produzieren Nein. ganz viel Lebensmittel. Nee, Natürlich. Ja produziert keine Lebensmittel. Ja plakatiert andere Lebensmittel um. Da hätten Sie sich ein bisschen besser informieren sollen, wenn Sie so eine Geschichte erzählen. Nein. Doch, Ja produziert keine eigenen Lebensmittel. Natürlich produzieren wir Lebensmittel. Nein, Ja produzieren keine eigenen Lebensmittel. Natürlich. Ja ist das Unternehmen, was Lebensmittel aufkauft vom Produzenten und plakatiert diese Lebensmittel um, damit sie für die Unternehmensgesellschaft Rewe in den Verkauf gehen können. Und haben keine eigene aber Produktion. Sie sind schlecht informiert. Ja, Sie sind sehr schlecht informiert. Dass man ein Fischstäbchen auch nicht produzieren muss, ist ja auch klar. Wie meinen Sie das? Wenn man die nicht produziert, kann man die nicht essen. Hm? Wenn man die nicht produziert, kann man sie auch nicht essen. Nein, sie werden gefertigt, aber die werden nicht produziert, natürlich, weil ich habe noch niemanden gesehen, der einen Fisch produziert hat. Außer nee, sie sind eine Fischmutter. Ja, wir formen ja die Fischstäbchen. Ja, sie formen, ja. Ja. Und es ist eine Produktion. Na, eine ja. Produktionsstraße. Ja. Okay, ja, ich paniere Fisch und dann ist es ein Fischstäbchen. Aber wenn Sie sagen, es ist eine Produktionsstraße, dann produzieren Sie halt Fisch. Fischmutter. Natürlich. Wir produzieren Fischstäbchen. Ja, super. Ja. Okay. Hammers, wollen wir noch irgendwas? Brauchen wir noch irgendwas? Ich weiß ja nicht, Sie haben gesagt, Sie haben noch Fragen. Nö, hat sich ziemlich erledigt nach dem Fischstäbchenformer, der bei Ja arbeitet. Das ist nicht unser Potenzial, mit dem ja. wir zusammenarbeiten. Es tut mir leid, da ja. müssen Sie sich leider eine andere Firma suchen. Okay, das ist aber schade. Dann konnten Sie mich nicht betrügen.
Müsste sich jemand anders suchen, ein anderes Opfer. Ja. Ja. Ja, das größte Opfer sitzt hier auf der anderen Seite. Ja, aber Sie sind Betrüger. Nö, bin doch, ich nicht. Natürlich. Sie sind Betrüger. Nein. Weil Sie betrügen andere Menschen um ihre Zeit. Ja, genau. Ja. Ja, aber das haben die ja auch verdient, die ich damit betrüge. Mich betrügen Sie damit nicht. Ich werde dafür bezahlt. Ich sitze hier ganz locker und entspannt in meinem Schreibtischstuhl und telefoniere mit Ihnen. Ist aber ein trauriger Job. Nö. Doch. Ich finde, es ein trauriges Hobby, was Sie haben. Ist das ja kein Hobby, das ist mein Beruf. Ah ja, okay. Dann sind Sie ja der Oberbetrüger. Ja, natürlich. Warum? Bin ich der Oberbetrüger, weil ich die scheiß Kakerlaken hier platt mache. Ja, was machen Sie denn platt? Aus Ihrem Schreibtischstuhl in Ihrem Zimmer machen Sie irgendwas platt? Ja. Ich glaube, das Einzige, was Sie platt machen, ist Ihr Obstkorb von Mami geschnitten. Das ist das Einzige, was Scheiß Sie platt Betrüger, machen. Du bist nichts anderes als ein winziger Abzocker, mehr nicht? Na, wenn du mich siehst, willst du nicht zweimal sagen winzig. Aber ist okay. Nee, dich will ich nicht sehen, da muss ich bloß brechen. Ja. Ja. Na dann. Ekelhaft, was du da machst. Widerlich, dein Job. Warum? Dass ich Geld verdiene? Du verdienst kein Geld. Du betrügst die Leute um ihr Geld. Und ich verdiene Geld. Du hast überhaupt nichts verdient. Natürlich, ich verdiene Geld. Nee, du verdienst nichts. Du verdienst überhaupt nichts, außer den Knast. Ja, dann komm doch und hol mich. Das machen wir auch gerade. Ich habe gerade eine Fangschaltung. Na super, dann und? Wo bist du dann? Naja, warten wir es mal ab. Ja, warten wir es mal ab. Eine Fangschaltung. Ey, du bist doch so hohl. Hast schon mal Voice over IP mit einer Fangschaltung betrieben? Mann, ey. Geht? Ey, üb bitte. Üb. Ja. Üb bei den Sachen, die du machst. Ja. Mach ich. Mit dir gerade. Jo, genau. Dann sprechen wir uns einfach wieder. Ja, bestimmt. Wenn du ein bisschen mehr drauf hast, ne? Ja, meinst du? Aber immerhin bin ich kein scheiß Abzocker. Ich bin auch kein Abzocker. Natürlich. Ich arbeite in einer legitimierten Firma. Nein, du machst bandenmäßigen Betrug. Das ist einfach widerlich, was du machst. Menschen um ihr Geld bringen. Das ist Abschaum mit sowas für mich. Ja, für dich. Aber weil du auch nichts kannst, außer im Kinderzimmer sitzen und von Omi Schokopudding essen. Ja, aber der schmeckt. Ja, der schmeckt. Ist doch super. Bleib sitzen. Oma macht den besten Pudding. Ja, super. Mhm. Also, wir sind auf einem Niveau gelandet. Du kannst mir nichts. Ich will dir gar nichts und deswegen bist du bist mir egal. Ja, und du bist einfach lächerlich. Ja, der einzige Lächerliche ist derjenige, der im Kinderzimmer sitzt und den ganzen Tag nichts Besseres zu tun hat, anstatt Unternehmen anzurufen, die arbeiten. Ja. Du rufst mich an. Nö. Doch. Sie haben ihre Daten freigegeben für den Kontakt? Nein, habe ich nicht. Natürlich, nein. Natürlich. Nein. Haben Sie legitimisiert, indem das... Da kennst du dich aber überhaupt nicht mit Gesetze aus. Du weißt schon, dass du ein Double Opt-In zum Anrufen brauchst, ne? Du klopfst. Was brauche ich? Ein was? Ein Double Opt-In nach deutschem Gesetz. Nach deutschem Gesetz haben Sie den AGBs unten zugestimmt, indem dass Sie... Bla, in den AGBs kann sowas gar nicht drinstehen, du Hirni. Natürlich können Datenschutzrichtlinien in den AGBs stehen. Nee, Datenschutzrichtlinien sind erstens davon zu spalten und zweitens kann da nichts mit einem Anruf-Opt-In in den AGBs stehen. Und auch nicht im Datenschutz. Natürlich. Dafür brauchst du ein extra Feld. Nein. Natürlich. In den AGBs kann ein Punkt aufgeführt sein, wo Datenschutzrichtlinien... ziemlich erbärmlicher, dummer Abzocker sogar noch. Ja, der einzige Dumme ist derjenige, der auf der anderen Seite sitzt und keinen besseren Job gefunden hat, außer sich in den Schreibtisch... Naja, aber dafür wirst du YouTube anhören können. Ja? Wie sie sich alle über dich lustig machen. Kannst du mal in die Kommentare gucken, wie die Leute dich feiern. Wie blöd du bist. Ja, wie blöd ich bin? Ja. Okay. Hast du schon öfter mit mir telefoniert? Natürlich habe ich öfter schon mit dir telefoniert, du Klops. Ja. Siehst du, also bist du Fan von mir, oder? Ja, die Zuschauer, ja. Ich mach dich berühmt. Jo. Ich bin derjenige, der dich berühmt macht. Genau. Nur wegen mir hast du überhaupt Fame. Ja, wegen dir verdiene ich sogar Geld, weil du so ein scheiß Abzocker bist. Ja, wegen mir bekommst du Fame. Jo. Also bin ich mache dich. Ohne mich gibt's dich gar nicht. Ja, aber dafür bist du ein armseliger Betrüger. Der einzige Betrüger, der hier ist, bist du. Jo. Weil du betrügst Menschen ohne Konsens, machst du Videos, ohne etwas zu können, sondern du... Genau, und es funktioniert sogar. Ja, super. Dann leben wir voneinander, super. Ja, sehr schön. Na super, dann verbleiben wir so. Bis zum nächsten Mal. Zock mal weiter die Leute ab, bis zum nächsten Mal. Ich zock einen ab. Du zockst alle ab. Nö, du zockst alle ab.
du bist doch der Abzocker, der nichts liefert, außer ein Telefonat sich hinzusetzen und zu sagen, ich trinke Gurkenwasser oder Würstchenwasser und vom... Hast du den Würstchenwasserverkoster auch schon dran? Mhm. Zum Kollege. Ein Kollege. Ja. Na, seht ihr. Können alle nix. Da seid ihr im Sandkasten zusammen aufgewachsen. Ja, siehst du. Na, klasse. Dann viel Spaß beim Oma-Pudding. Ja. Hat sie den Conor McCloud auch schon dran? Keine Ahnung. Nee. Tja. Keine Ahnung. Ich versuche Geld am Tag zu erwirtschaften und nicht mich hinzusetzen und mit meinem Hartz IV nennt man sowas andere Leute abzuzwecken. Man nennt sowas bandenmäßigen Betrug, nicht erwirtschaften. Nee. Doch. Nennt man nicht. Warum? Doch. Dann will ich im Gefängnis sitzen. Naja, das kommt ja auch bald soweit. Ja, genau. Mhm. Weil dann der große 007, der dahinter steckt in seinem Kinderstuhl, weil er mich organisiert und er schafft es, mich an dran zu kriegen. Mhm. Ist ja eigentlich bewusst, dass ein seriöses Unternehmen so definitiv nicht telefonieren würde, selbst wenn man so verarscht. Aber ich telefoniere ja auch nicht mit einem seriösen Anbieter. Ich habe ganz seriös das Gespräch begonnen, bis zu dem Zeitpunkt... Du hast überhaupt nicht seriös begonnen. Natürlich. Nee, hast du nicht. Warum nicht? Also, was habe ich denn für Fehler gemacht? Ja, du bist Betrüger, du bist einfach nur ein scheiß Betrüger, mehr nicht. Ja, okay, dein einziges Argument ist, du bist ein scheiß Betrüger. Ja. Mein einziges Argument ist, du bist ein hobbyloses Kellerkind. Ja, okay. Hobbylos so. Nicht, im Keller so. Auch nicht. So. Mhm. So, das ist, wir laufen drumherum. Keine Freunde, deswegen hast du den teuren Stuhl geholt, hast dir eine Kamera geholt und machst jetzt YouTube und denkst, du bist ein Unternehmer. Oh Mann, ey, bist du lächerlich. Ja, nach deutschem Gesetz zähle ich als Unternehmer, richtig. Ja, und dann sogar noch als legales und du nicht. Ja, 25 Euro kostet eine Gewerbeanmeldung. Ist kein Problem. Dann ab dem Zeitpunkt ist man Unternehmer. Hat man nichts erreicht in seinem Leben. Ja. 25 Euro. Ja. Und YouTube machen mit Contents von dem Großen. Endlich, aber das ist ja gut. Endlich kriegst du mal ein bisschen was, bisschen Fame, weil sonst im Kindergarten nur geschubst worden. Ja. Na siehst du. Und jetzt haben wir schon eine ganze Folge mit dir voll. Na super, danke. Ja. Und ich freue mich auf die nächste. Ja, die wird es bestimmt geben. Die wird es bestimmt geben. Na dann, viel Spaß bis zum nächsten Mal. Ja, Betrüger. Na, Betrüger. Da sagt er immer Betrüger. Ja, das ist auch ein Betrüger. Das ist ja, wenn man ganz unten steht und noch nie Geld investiert hat in den Markt und deswegen auch noch nie Geld verdient hat, dann sagt man halt Betrüger. Ja, bist ja auch ein Betrüger. Ja. Alle Leute, die beim Lotto verlieren, sagen, Lotto ist für Loser. Aber die Leute, die beim Lotto gewinnen, werden immer bestätigen, dass man im Lotto gewinnt, Geld machen kann. So, wenn du zu den Leuten gehörst, die leider im Finanzmarkt abgeschlagen sind und deswegen immer bisher verloren haben. Ich würde eher sagen, ich gehöre zu den intelligenten Leuten, die da nichts bei euch einzahlen. Ja, dann gehörst du zu diesen Leuten, die auch noch nie was verdient haben. Da kennst du dich ja mit aus, ne? Weil du hast ja auch nichts verdient, du betrügst ja nur. Aber ich habe doch Geld verdient. Das ist nicht verdienen, das ist betrügen. Aber verdient ist doch verdient. Das sehe ich anders. Plus, auf der anderen Seite, ich betrüge niemanden. Doch, du bist ein Abzocker. Das ist Nein, bin ich nicht. Krimineller Bandenbetrug, was du da machst. Nein, krimineller Bandenbetrug. Ich weiß nicht, in was für einem Kinderzimmerwelt du lebst. Du wurdest vielleicht von der kriminellen Bande, wurde dir dein Kaugummigeld früher abgenommen, aber das bin ich nicht. Ja, aber dafür ist ja was aus mir geworden, ne? Und das dir nicht. Ja, genau, da ist richtig was aus dir geworden. Ja. Sitzt im Schreibtischstuhl, ganz großer Typ, du bist ganz groß. Ja, aber du falls du es merkst, ich bin derjenige, der den Fame kriegt und du bist derjenige, über den sie sich lustig machen. Ha. Fame. Jo. Du meinst von anderen Kellerkindern, die dich angekriegt haben und sagen, oh ja, da hast du aber vollkommen recht. Ja, die ganzen Kellerkinder hier im Chat, die finden super. Na super, dann habt ihr doch Spaß. So, ja, super. Genau. Wenn ihr freitagsabends um 18.30 Uhr nichts Besseres zu tun habt, als YouTube zu gucken und zu kommunizieren, zu kommentieren, dann, ey, sorry, aber... Ich weiß ja nicht, in welchem Land du gerade lebst, aber 18.30 Uhr haben wir nicht. 16.30 Uhr, noch schlimmer, hatte keine Arbeit. Ach, da ist wohl die Zeitverschiebung aus deinem komischen Timbuktu-Land dazwischen, ne? Ja, genau. In meinem Timbuktu-Land. Jo. So, ja, okay. So, haben wir's oder brauchen wir noch ein bisschen was? Brauchst du noch ein bisschen Konsens? Ja, klar. Irgendeinen lustigen Satz brauchst du noch, damit deine Community sich ja auch wenigstens abgeholt fühlt. Ja, genau. Kannst ja mal alle grüßen. Mach ich doch gerne auf diesem Wege. Na dann los. Nee. Fällt dir nichts Interessantes ein? Nee. Ist ja sehr schade.
Ja, Mom. Da hätten sich bestimmt okay. alle drüber gefreut. Na super, dann, ich freue mich auch auf euch. Mhm. Ich wünsche euch einen schönen Gruß und ich wünsche dir einen schönen Tag. Mhm. Schönes Wochenende. Ah, Wochenende hat man als YouTuber nicht, ne? Hast du immer viel zu tun. Nö, am Wochenende, da kommen bei mir dann nur die Premieren. Oh ja, na dann. Da lege ich die Füße hoch. Da legst du die Füße hoch. Genau. Warum hast du ja die ganze Woche, von Montag bis Freitag? Ja. Da fühlst du doch gar nicht, wann Wochenende ist. Tja, so ist das halt. Ja, so ist das halt als großer Unternehmer in YouTube. Mhm. mit 600 Abonnenten oder so ein Geschichte. Nee, über den Stand sind wir schon drüber hinaus. Ui, jetzt habe ich schon 6.000. Mhm. Ich verdiene im Monat 250 Euro. Naja. Das ist ein richtig krasser Unternehmer. Mhm. Kannst du dir ja selbst ausrechnen, zwischen 4 Euro und 40 Euro pro 1.000 Klicks. Schwankt immer, je nachdem, wie der Aktienmarkt gerade ist. Ja, und du willst mir sagen, du hast wie viele Klicks? Ja, auf jeden Fall reichlich. Meine Videos 1,5 Millionen. Ja. Das ist doch ein Spaß. Ja, und? Zeig Titten oder sowas, mach irgendwas Richtiges. Nee, Titten habe ich keine. Ja, Titten, merkst du was? Mhm. Wird wohl nix. Aber Titten braucht man auf YouTube auch nicht, um Reichweite aufzubauen. Ja, da braucht man Content und da muss man richtig was liefern. Nee, das und heißt da muss Content. Man Leute anrufen und da muss man Leute anrufen und muss denen vorspielen, dass man ein Kunde ist und dann. Ja, ich rufe ja keinen an, ich lass mich ja anrufen, ist doch viel einfacher. Ja, okay. Na, siehst du? Mhm. Ein total einfacher Job. Da kann man nebenbei ein bisschen den Haushalt machen. Ja, oder mal Haushalt mit machen. Das ist was für dich. Der Haushalt machen. Richtig. Aber letztendlich muss ich mich nicht jeden Tag zur Arbeit quälen. Was? Ich muss mich nicht jeden Tag zur Arbeit quälen. Ja, du musst dich jeden Tag zur Arbeit quälen. Nicht jeden Tag zur Arbeit quälen. Okay. Ich stehe einfach mir auf. Sag mir doch mal deinen YouTube-Link. Komm, ich würde mich doch gerne mal live sehen. Hm? Na, komm. Den Gefallen tue ich dir nicht. Ach so. Oh. Da musst du ein bisschen suchen. Ey, so tief im Untergrund der Nichtskönner kann ich gar nicht stöbern, um sowas zu finden. Jo, also da gucke ich mir lieber Katzenvideos an, bevor ich mir so einen Scheiß angucke. Ja, würde. Die gibt's auch, aber die sind bei mir selten in den Videovorschlägen. Hm. Ja, aber das kriegt er halt leider nicht. Ja, immerhin bin ich kein Betrüger, immer noch. Oh, ich bin kein Betrüger. Jo. Ich setz mich hin und mach nix. Jo. Ja, ist doch total chillig, morgens aufstehen, den Computer an, Kaffee und dann warten, bis die Leute anrufen. Ja, klasse. Viel Spaß dafür. Ja, ist doch besser als dein Job. Nö, ich habe damit Geld verdient, gerade in dem, was ich gemacht habe. Ja, ich auch. Du hast da gesessen und hast Leute abgezockt. Mhm. Weil jeder, der sich das anguckt, was ich gerade erzählt habe, der hat noch weniger zu tun als wir beide gerade. Ja, kann ja sein. Dann haben die Leute halt gerade frei, aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, und wer um 16.30 Uhr an einem Freitag frei hat, da sieht's wohl nicht so mit der Arbeitskarriere aus. Ja, dafür muss ich am Wochenende nicht. Ja. Ist ja auch okay. Naja, ich auch nicht. Okay. Ja. Dann wünsche ich dir trotzdem noch einen schönen Abend. Ja, das wünsche ich dir nicht. Ich hoffe, dass du nicht erfolgreich bist mit dem da, was du da machst. Ja. Dann drück doch da einfach mal die Daumen. Mhm. Drücken wir mal die Daumen, dass du da nicht erfolgreich mit bist. Jo. Mhm. Sehen wir später. Ja. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Hier ist Lilly Lips. Am Apparat ist Michael Kraus. Ja, und wen möchten Sie sprechen? Wie bitte? Wen möchten Sie denn sprechen? Mit Rhea Lips. Lilly Lips, ja. Ist am Apparat. Ich melde mich von Bitcoin Fast Profit. Ja. Sie haben eine Registrierung gemacht bei uns, damit anfangen mit Online-Handel. Ist das wichtig? Ja, das ist richtig. Das haben Sie gut erkannt. Okay. Ja. Moment, gut, bleiben Sie drin in der Leitung. Aber natürlich. Okay, bei uns ist Mindestvertrag 250 Euro, damit anfangen mit Online-Handel. Das ist aber billig. Wie bitte? Das ist aber billig. Das ist aber wenig. Billig, ja. Okay, mit wie viel möchten Sie anfangen? Na, wie viel geht denn?
Also, das geht bis, keine Ahnung, bis 5 Millionen. Oh, nee, so viel habe ich nicht. Wie bitte? So viel habe ich nicht. Okay, bis wie viel können Sie einfach investieren? 2. Wie bitte? 3. Mit 2 Millionen? Nein. Wie bitte? Na, mit 300. Ja, ich höre. Also, mit wie viel möchten Sie einfach anfangen? 3. 3. Was meinen Sie einfach mit 300, 3 Millionen, 5 Millionen? Na, 300. Was heißt einfach 3? 300. 300? Ja. Ja, alles klar. Auf jetzt einfach googeln. Haben Sie jetzt einen Computer dabei? Nein. Nein? Nein. Ach, schade. Wieso? Nein. Was denn? Was haben Sie jetzt dabei, damit anfangen? Wie meinen Sie das? Wie bitte? Wie meinen Sie das? Bilder! Wie meinen Sie das? Bisschen lauter bitte! Wie Sie das meinen? Ich melde mich von Ihres Handelskonto aktivieren, Herr Lips. Lilly Lips. Hallo? Ja, hallo? Ich melde mich von Ihrem Handelskonto. Ja, das ist schön. Was macht man da so? Wie bitte? Was macht man da so? Okay, haben Sie gehandelt bis jetzt online? Nein. Nein? Nein. Okay. Okay, Moment. Ja. Lilly Lips, mein Name. Okay, Moment kurz, ich verwundere Sie mit meiner Managerin jetzt. Ja. Kenne ich mich? Bleiben Sie kurz in der Leitung? Ja. Hallo? Ja? Ja, hallo, sprich mit Lilly Lips. Lilly Lips, mein Name. Super, freut mich, Sie zu erreichen, Lilly Lips. Hier ist Philipp Lips. Ja? Erstmal, wie geht's Ihnen? Na, mir geht's gut. Und super, dir? Das freut mich sehr. Ja, auch, ganz gut. Das ist wir schön. Wir arbeiten gerade. Arbeiten Sie etwas? Was? Arbeiten Sie etwas? Ja. Okay, als was arbeiten Sie denn so? Ich bin Travestiekünstlerin. Was sind Sie? Travestiekünstlerin. Oh, gut. Ja. Wie eine Frau oder ein Mann? Sowas fragt man doch nicht. Ich hätte gern wissen. Sie können mich auch gern fragen. Ich bin das für Sie, was Sie gerne möchten. Okay, können Sie bitte sich ein Glas Wasser nehmen, dass Sie ein bisschen gut sprechen? Ich spreche weil ich gut. Sie ganz schlecht. Ich habe aber... Ja, aber ja? Sie reden so sehr langsam. Nein. Und Sie machen so heiß, deswegen. Nein. Reden Sie so wie ein Mann. Klar und klar, okay? Na, ich rede doch ganz normal. Ja, aber Sie sprechen so ein bisschen komisch. Sie sind selber komisch, Sie Rüpel. Reden Sie mit zwei Männern, hören Sie mich. Was? Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie laut und deutlich. Okay, Sie haben sich bei uns registriert. Ja. Mit Kryptowährungen zum Arbeiten, zum Handeln, ja? Ja, Geld verdienen. Wollen Sie jetzt Ihre Handelskonto aktivieren? Ja. Oder sollen wir Spaß weitermachen? Wieso? Was für Spaß? Bitte antworten Sie meine Frage. Wollen Sie mit uns weitermachen oder nicht? Natürlich. Deswegen bin ich doch da angemeldet. Super, das freut mich sehr. Alles ja. Klar. Dann, wie viel möchten Sie investieren? Na, das habe ich doch dem Kollegen schon erzählt. Wiederholen Sie bitte meine Frage. Das habe ich den Kollegen doch schon erzählt. Ja, aber der ist nicht mehr da. Deswegen bitte sagen Sie mir das vor. 300. 300, okay. Welche Bankkonto benutzen Sie? Sparkasse. Sparkasse. Haben Sie eine Online-Banking vielleicht? Online-Banking? Ja.
Ja. Und okay, haben Sie vielleicht eine Kreditkarte vielleicht, eine Master oder Visa? Ja, eine Visa-Karte, die selber. Eine Visa-Karte? Ja. Haben Sie WhatsApp? Nein. Nein. Was benutzen Sie so? Immer? Was? Was benutzen Sie denn so immer? Telegram. Okay. Haben Sie ein Handy, ein Smartphone, ein Samsung, iPhone oder Laptop, Tablet? Nein, Computer. Ein Computer, okay, super. Dann nehmen Sie bitte Ihren Computer. Nehmen Sie den an. Ja. Haben Sie vielleicht gehört von einem Programm, Anydesk-Programm, haben Sie davon gehört? Nein, was ist das? Anydesk-Programm ist so eine App, damit ich von meiner Seite Ihnen helfen kann. Oder okay. Wir können auch so weitermachen, wenn Sie wollen. Sollen wir das App einmal installieren? Das ist mir egal. Wie meinen Sie das? Ihr ist egal. Na, wie Sie möchten. Wie Sie möchten, weil es geht ja um Ihnen, es geht nicht um mich, deswegen. Na, was ist denn besser? Okay, gehen Sie bitte auf den Google. Google, ja. Google, ja. Und dann? Okay, jetzt schreiben Sie ein. Ja. Was denn? Jetzt schreiben Sie ein, also A wie Anton. Ein A. Eine N wie Nordpol. Ein N. Ein Y. Y. Ein D. Wie D. Dora. Ja. Eine E wie Emil. Eine K. Ja. Und dann einmal suchen. Suchen. Suchen, ja. Trustpilot? Suchen, ja. Soll ich dabei Trustpilot draufklicken? Ja. Okay. Aber die sind schlecht, die Bewertungen. Nicht so gut. Hören Sie mich? Ja. So, was haben Sie jetzt vor? Trustpilot. Was haben Sie? Trustpilot. Trustpilot? Trustpilot. Trustpiling. Was? Trustpiling, oder wie war das? Trustpilot. Okay, klären Sie mir, was sind Sie vor? Was ist alles? Schlechte Bewertungen. Schlechte Bewertungen, okay, das freut mich sehr. Haben Sie bisher schon mal gehandelt oder ist es das erste Mal? Nee, das ist das erste Mal. Okay. Aber ist das Ihre Stimme, oder? Ihre richtige Stimme? Ist das Ihre Stimme, oder? Na hört Sie mal, das frage ich Sie doch auch nicht. Ist ich Ihre echte Sie Stimme? Beantwortet meine Frage, ja? Ja. Ist das Ihre Stimme, ja oder nein? Natürlich. Sicher. Na, ist das Ihre Stimme? Das ist meine Stimme, ja klar. Aha. Es kommt mir so vor, als Sie denn so als im Studio werden, so. Ja. Sind Sie vielleicht ein DJ oder so? Was? Sind Sie vielleicht ein DJ? Nein. Nein? Travestiekünstler. Also ich arbeite in dieser Branche seit 15 Jahren, ja? Ja. Ich bin auch zufrieden in meinem Job. Okay. Genau. Wie heißen Sie auf YouTube? Auf YouTube? Ja. Lilly. Haben Sie davon gehört? Haben Sie davon gehört? Auf Was? Wie heißen Sie auf YouTube? Lilly Lips. Lilly Lips, ja? Ja. Na, Moment. Lilly. Lilly Pips, ja? Nein, Lilly Lips. Lilly Lips? Ja. Okay, Lilly Lips, was sind Sie denn, so ein Modell oder was sind Sie? Travestie. Wie bitte? Travestie. 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 Nein. Wiederholen Sie. Travestie. Travestie.
Nein. Travestie mit T. Terroristie. Nein. Sagen Sie mir doch. Na, Travestiekünstler. Ah, okay. Und das war so auf YouTube? Na, mich schminken. Ach, das schminken Sie so? Ja. Okay, gut. Ja. Klatschen die Leute wegen mir? Ja, wegen Ihnen. Sie sind ja ein spiegelnder Traum. Die kommen jetzt alles bei Ihnen. Geben Sie mir Ihre Straße. Die machen Sie das mit der Bestellung? Ja. Oder wie ist das bei Ihnen? Braunschweiger Straße 77. Okay, warum heißt nicht Ihre Straße Schwulisch Straße? B1. Was? Wie heißt Ihre Straße? Braunschweiger Straße 77. Schwanzbusse 24? Warum reden Sie so? Wie war das bitte, Entschuldigung? Braunschweiger Straße 77. Ach so. Okay. Haben Sie vielleicht so eine Geschäft dran oder so? Oder einen Laden oder wie ist das aus? Nein. Also Sie machen das privat, ja? Ja. Okay, gut, gut. Das finde ich ganz gut. Man muss ja auch, also wir mussten auch arbeiten, ja? Wir mussten Geld verdienen, das ist klar. Wir brauchen Geld in der Welt, ne? Ja. Ah. Und jetzt? Aber wir brauchen Geld, ne? Ja. Aber ich weiß Bescheid, dass Sie mich aufnehmen, ja? Das weißt du Bescheid. Nein. Auf YouTube? Nee. Na, bestimmt. Nee. No. Nein. Und Sie sind die Lully Lips? Nein, Lily Lips. Ja, okay, Lily Lips. Ja. Ich möchte gerne ein Foto von Ihnen haben. Und Sie sind sehr heiß, wirklich. Ist ja auf YouTube. Hast du geguckt? Nein, nicht auf YouTube, nein. Da kannst du gucken. Lily Lips. So wie bei Dabe. Okay, okay, ja, mir reicht jetzt. Ich werde Sie einmal weiter begleiten. Ja. Ja? Bei meinen Kollegen, ja? Okay. Also, der ist schwul, der können Sie mit Ihnen Kontakt haben. Der ist schwul wie Sie, okay? Okay. Ein bisschen Kontakt aufbauen, Sie können mit Ihnen treffen und was machen, ja? Das ist der. Der ist sowieso Glatze, also, Sie werden sehr Spaß dran haben, ja? Was, Glatze? Nee. Jetzt, der ist ein Glatze, der hat ein Glatze. Aber ich mag keine Haare, Glatze, ja? Ich mag viele Haare. Ja? Sicher? Ja. Nein. Doch. Doch? Ja. Ja, der hat in der Körper Haare, aber so in der Kopf hat er nicht, aber so in der Körper hat er wie ein Schwein ist. Also was soll ich denn sagen? Haben Sie denn Haare vielleicht? Ja, ich hab Perücken. Perücke? Perücke haben Sie? Perücke? Ja. Oh, also Sie sind auch einen Glitzer oder wie? Haben Sie auch einen Glitzer? Nein. Ah, okay. Ja, okay, ich werde Sie weiter begleiten, ja? Ja. Okay, wenn Sie jetzt den Mann jetzt an in der Leitung bekommen, ja? Nennen Sie dann einfach schwul. Hallo, ist schwul, okay? Ja. Heidi. Ja, hallo? Ja, hallo, Herr Schwul. Ja, hallo, am Apparat ist wieder Mitchell Kraus. Wie heißt Ihre YouTube-Kanal? Was? Ihre YouTube-Kanal. Lily Lips. Ihre YouTube-Kanal, ne? Lily Lips. Okay, weil habe ich gehört von Stimme, das war nicht einfach so. Dann habe ich das weitergegeben. Ja. Und haben wir so einfach geklappt, auf dass ich einfach ein YouTuber. Der Mann hat gesagt, Sie haben eine Glatze. Wie haben Sie? Sie Was? Haben eine Glatze. Eine Glatze? Der Mann hat gesagt, Sie haben eine Glatze. Hallo? Hallo?
Ja, sind Sie dran? Ja, Lilly Lips. Lilly Lips, wie geht's dir, mein Schatz? Wird's gut soweit? Ja. Ja. Kennen Sie noch den Herr Dieter? Nein. Das war doch Ihr Nachbar. Nee. Haben Sie vergessen, den Herr Dieter? Nein, das ist nicht mein Nachbar. Er ist nicht der Nachbar. Und den Herr Herbert? Nein. Wie, den kennen Sie nicht? Nein, der Detlef. Der Herr Herbert ist doch Ihr Vater. Nein. Hallo. Doch. Der Detlef. Der Herr Herbert. Nein. Hallo. Nee. Hallo, Lady Lips. Ja. Platz. Was Platz. Muss ich denn jetzt machen? Platz. Machen Sie nichts. Was? Leise, böse Hund. Böse Hund. Platz. Kann man den streicheln? Böse Hund. Platz. Ich streiche dich nicht. Nee? Weil du bist ein böser Hund. Nein, ich bin kein böser Hund. Du musst dich beruhigen, nicht so aggressiv sein. Ja. Mein kleiner Platz. Ja. Scheiß YouTuber. Was? Du bist ein YouTuber. Nee, nicht nur. Travestie. Ja, ich sehe gerade, du bist online. Was? Du bist gerade online auf YouTube. Nee. Doch, du nimmst mich gerade auf. Nee. Doch, ich sehe gerade. Nee. Okay, danke. Wofür? Und dann tschüss, bis nächste Mal, okay? Ich dachte, ich muss dann noch was einzahlen. Keine Zeit heute. Ich melde mich wieder morgen bei euch, okay? Schade. Und dann tschüss, schönes Wochenende. Ja. Lilly Lips, mein Name. Hallo, guten Tag. Ja. Hier ist Kontoapparat, Freunde am Apparat. Ich rufe Sie von Ihnen auf einer Webseite an. Aha. Gut, gut. Sie haben sich über unsere Webseite angemeldet. Sind Sie jetzt auf unserer Webseite? Jetzt gerade nicht. Gerade nicht? Nee. Sind Sie auf Bitcoin Codes noch? Werbungsseite? Nein. Okay, können Sie bitte nochmal, haben Sie jetzt Zeit eigentlich? Na gleich, ja. Okay. Darf ich wissen, haben Sie schon mal Erfahrung über Onlinehandel? Bis jetzt noch nicht, nein. Noch nicht, okay. Sie werden als Anfänger professionelle Finanzberater haben, ja? Ja. Und während der Zeit, dass Sie mit uns anhandeln, werden Sie auch Kompetenzmöglichkeit haben, um das alles richtig zu verstehen und eine Erfahrung zu haben. Und danach entscheiden Sie, machen Sie das weiter oder nicht. Ja. Gut, gut. Okay, und Sie werden dann auch, haben Sie schon über die Beträge gelesen? Wie? Haben Sie entschieden, mit wie viel Sie anfangen wollen? Wie viel muss ich denn? Haben Sie entschieden, mit wie viel Betrag Sie anfangen wollen? Nein. Nein? Nein. Hallo, hören Sie mich? Ja. Ihre Stimme kommt so... Was denn? Hallo? Ja, hallo. Also, unser Mindestbetrag ist 250 Euro, ja? Gut, gut, ja. Und wir haben noch 500 Euro und 1.000. Nee, das ist ein bisschen viel. Mit wie viel wollen Sie dann anfangen? Das Erste. Erste. Benutzen Sie Kreditkarte oder Online-Banking? Das habe ich beides. Wie bitte? Beides. Beides, okay. Einen Moment, bitte. Ja, ja. Können Sie bitte Ihre E-Mail? Momentchen. Es ist claudius1992@googlemail.com. Ja. Sie kriegen gleich E-Mail von Linda Janssen. Aha. Ist die nett? Bitte? Ist die nett?
nochmal? Ist die nett? Ich höre nicht. Nee, jetzt? Hallo? Test 1, 2. Hören Sie mich? Ja. Ja, sind Sie. Ihre E-Mail-Adresse ist nicht richtig. Nee? Wieso? Oh, ich habe einen Call geschrieben. Was? Einen Moment bitte, ich gehe nochmal. Ja. Jetzt bitte, gucken Sie. Was denn? Entschuldigung. Ja, angenommen. Wie bitte? Angenommen. Okay, klicken Sie darauf. Wo drauf denn? Auf den Link. Was für ein Link? Wie bitte? Was denn für ein Link? Hab ich doch geschickt. Ach so, haben Sie ja nicht gesagt. Dann mache ich ja... Ja? Wie ist Ihr Nachname? Na, steht der da nicht? Nee, steht nicht. Wie? Steht nur Claudius. Nee. Darf ich Ihren Nachname haben? Na, ich dachte, Sie wissen den. Nee, habe ich nicht. Wie meinen Sie das? Wie bitte? Na, ich habe doch alles ausgefüllt. Nee, haben Sie nicht. Nein? Nee. Aber mein Nachname ist doch Lümmeltütchen. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Weil es nicht sein kann. Dann glaube ich Ihren Namen auch nicht. Wie bitte? Dann glaube ich Ihren Namen auch nicht. Glauben Sie da nicht? Was kann ich sagen? Weiß ich nicht. Was ich du? Ich werde mit Sie weiterreden, wenn Sie seriös sind. Ja, Herr Claudius. Ich weiß eigentlich nicht, ob Sie auch Claudius heißen. Dann sind Sie nicht seriös? Wie bitte? Sind Sie nicht seriös? Ich bin seriös, aber Sie nicht. Warum nicht? Sie verschwenden Ihre Zeit vielleicht oder Sie machen ein YouTube-Video vielleicht. Wieso? Ich weiß nicht. Wie kommen Sie auf sowas? Ich weiß nicht, Sie wissen darüber, ja? Warum Sie nicht seriös sind, sehe ich jetzt nicht. Nein. Hallo? Hallo. Oh, ich... Was denn du? Ich verstehe nicht, ja? Wenn Sie Interesse jetzt haben. Haben Sie meine E-Mail bekommen, ja? Nee. Nee, gucken Sie dann bitte. Ich gucke mal. Wo muss ich da gucken? Wie heißt es? Linda Janssen. Ja. Nix da. Nochmal? Da ist nix. Gucken Sie, Spam? Warte. Nee. Auch nicht? Nee. Wozu brauche ich das? Um Einzahlung zu machen? Geht das nicht auf der Webseite? Geht auch. Da bin ich. Okay, machen Sie dann. Wo denn? Sehen Sie Deposit oder Einzahlung? Geht es auch auf Deutsch? Ah ja, hier. Ja, das können die Sprache wählen. Moment. Ach, jetzt habe ich mich verdrückt. Jetzt ja, jetzt ist Deutsch. Einzahlung geht nicht. Ist grau. Hallo? Ja, was sehen Sie dann? Neue Einzahlung. Haben Sie Kreditkarte, ja, haben Sie gesagt. Ist das Visa oder Mastercard? Na, ist eine silberne. Wie bitte? Eine silberne. Eine was? Silber. Master oder Visa-Karte? Ich glaube Visa. Ist da
Fenster mit 4 oder 5? Ich gucke mal. 4. Dann ist es Visa-Karte. Welche Bank benutzen Sie? Sparkasse. Sparkasse? Mhm. Kann ich es auch von meiner Seite machen? Wie denn? Ich werde von meiner Seite Einzahlung machen. Sie müssen von Ihrer Seite bestätigen. Ja. Geht es? Ja. Darf ich Ihre Postleitzahl haben? Ja. Okay, sagen Sie. 12055. Birkheim. Nochmal? 12055. 015? 12055. Sie sind in Berlin? Neukölln. Straße bitte? Braunschweiger Straße 77. Was? Braunschweiger Straße. Buchstabieren Sie bitte? Ein B. Was? B. Ja? R. Ja? Braunschweiger Straße? Ja. Welche Haus? Hausnummer? 77. Nochmal? 77. Okay, darf ich Ihre 16 Nummer haben von Visa-Karte? Ja. Sagen Sie bitte? 4. Ja. 1. Ja. 7. 7. Ja. Ja. 0. 0. 1. 1. 6. 6. 8. 8. 5. 3. 6. Dann. 7. Ja. 5. 0. 2. 5. 1. So, ich wiederhole nochmal, 41705 0251, richtig? Nein. Nein? Nein. Sagen Sie nochmal. 41705 0251. Hm? Ja? Jo. Und Ablaufdatum bitte? 03. Okay. 21. Was? 21. Dann ist es schon 21 letztes Jahr. Ach ja. Ups. Ist nicht gültig hier mehr. Hm. Haben Sie auch Online-Banking? Ja. Benutzen Sie WhatsApp? Nee. Nee? Nee. Okay, können Sie bitte... Sie haben gesagt, Ihre E-Mail-Adresse ist claudius1992@googlemail.com. Mhm. Warum haben Sie dann mein E-Mail nicht bekommen? Weiß ich nicht. Was können wir dann machen? Wenn Sie meine E-Mail nicht bekommen, kann ich nichts machen. Warum? Haben Sie keine andere Kreditkarte? Doch. Haben Sie doch. Eine, das gültig ist, ja? Eine Karte, das gültig ist. Ja. Können Sie dann sagen, haben Sie es bei Ihnen? Ach so. Dann suche ich. Ja, bitte. Hm. Haben Sie gefunden? Nee. Hallo? Ja? Ja? Haben Sie etwas gefunden? Ja.
Okay. Ist das eine Visa oder Mastercard? Eine Dogs Bag. Was Bag? Dogs Bag. Können Sie gucken, ist es gültig? Ja. Es fängt an mit 4 oder 5? 9. Was? 9. 9? Ja. Was ist das dann? Dogswag. Nein, wir brauchen Kreditkarte. Ist Kredit. Können Sie bitte in Ihrem Spam- oder Junk-Mail gucken, ob Sie eine E-Mail von mir bekommen haben? Ja. Bitte, nochmal. Okay. Ja. Klicken Sie darauf, bitte. Nee, ich drücke nicht auf Links von Betrügern. Warum denken Sie, dass wir Betrüger sind? Ja, weil ich deine Zeit verplempern will. Was? Weil ich deine Zeit verplempern will, du Hohlbirne. Weil was? Weil ich deine Zeit verplempern will, du Hohlbirne. Das ist meine Arbeit. Ja. So, ich wüsste von vorne, dass Sie das nicht hierher sind. So. Genau. Deswegen bleibst du ja auch so lange dran, weil du noch denkst, dass du noch ein bisschen Leute bescheißen kannst. Nein. Doch. Ich wollte nur, Ja, ja, du sehen, wolltest nur lange, Leute... wie lange ja, sie, ja. Wie lange sie so reden würden. Mhm. Ich wollte nur mal gucken, wie lange du die Leute bescheißt. Das ist unsere Arbeit, aber ich bin keine Betrüger. Doch. Kriminelle. Nein. Eine Kriminelle. Ach so, echt? Ja. Oh mein Gott. Ja. Was sind Sie dann? Ich bin der Betrüger, der die Betrüger betrügt. Ach so. Ja. Okay. Mhm. Dann viel Glück, ja? Ja, habe ich, danke. Bitte. Tschüss, Betrüger. Hey, das war's leider schon. Die Kakerlaken-Party ist zu Ende. Aber du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Vielleicht schaust du da einfach nochmal vorbei. Vergesst vorher nicht, den Daumen da zu lassen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.